und ihr schaut wie auch heute. Er lädt euch wieder ein, dabei zu sein, denn er zeigt euch seine Beute, yeah. Viel Spaß. Josen Matrosen, euer Re hier. Herzlich willkommen zu Re heute, aka Replays Resident Evil 2 auf der N64. Heute mal ein bisschen länger, denn das wurde gewünscht. Und ja, ich hab's getan. Wir haben zwar nur knapp die Hälfte der gewünschten 300 Likes geschafft, aber trotzdem selbst dann die 150 Likes absolut Bombe. Und den Likern zuliebe dann auf jeden Fall den Bart abgerasiert. Abrasiert. Ja, aber musste auf jeden Fall mal sein. Ich lasse ihn auch wieder wachsen, keine Sorge, aber ja, wie gesagt. Ja, der Stroh hat gesagt, ich sehe 20 Jahre jünger aus. Danke. Ja, will gar nicht lange aufhalten und zum Gameplay kommen. Ich möchte euch nur kurz einen Neuzugang zeigen und einen Channel vorstellen, und zwar von One Circle. Ja, schaut mal bei dem Jungen vorbei, er macht schöne Pickup-Videos. Ist ja unterhaltsam, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und mit ihm hatte ich einen Deal. Es war jetzt nichts Game-bezogenes, aber er hatte einige Blu-Rays zu verkaufen. Und ich habe mir die Staffeln 1, 3 und 4 von Game of Thrones von ihm für sagenhafte 40 Euro inklusive gekauft. Und das ist echt ein super Preis. Und ja, jetzt habe ich alle Staffeln beisammen und bin froh, happy. Game of Thrones, neben The Walking Dead und ein paar andere. Es ist so schwer zu sagen, die oder die oder die oder die Serie ist die beste, aber Game of Thrones und Walking Dead sind so meine Hauptdinger. Ne? Da gibt es auf jeden Fall, was ich noch auf jeden Fall euch serienmäßig auf Netflix empfehlen kann, ist The Last Kingdom. Ja, das ist ein, ja, viele vergleichen Vikings und The Last Kingdom. Ich muss ehrlich sagen, Vikings habe ich noch nicht gesehen, aber wenn ihr The Last Kingdom noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das auf jeden Fall an, ist wirklich super gemacht, ja. Also wie gesagt, Rick von One Circle, vielen Dank nochmal für den super Deal, hab mich echt gefreut. Und schaut auf seinen Channel, wie gesagt, One Circle, schaut mal bei dem Kollegen vorbei. Und ja, bevor wir jetzt zum Gameplay kommen, ich habe ein Riesenproblem mit Skyrim auf der Xbox One. Und zwar habe ich da einen Bug, der immer wieder, egal, die ganze Zeit kommen immer wieder die gleichen zwei Songs. Ja, und das sind diese, es sind zwei Songs, die man hört, wenn man im Kampf ist. Ja, wenn man, dann kommen diese zwei Songs immer. Und die gehen einfach nicht mehr weg, egal in welcher Situation ich mich gerade befinde. Das Einzige, was ich machen konnte, um es zu retten, dass es wieder normal ist, dass die Musik wieder normal abspielt, ist, Safe States zurückzugehen. Aber ich musste, ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher gemerkt habe, aber ich musste drei oder vier Level weiter zurück von meinem Charakterlevel, und das waren 4, 5, 6 Stunden, locker 6 Stunden. Keine Ahnung. Ja, jetzt, da habe ich natürlich keinen Bock, das alles nachzuspielen, aber vielleicht hat jemand von euch da draußen eine Idee oder eine Lösung zu dem Problem. Aber wie gesagt, ich spiele das auf der Xbox One. Ja, vielleicht weiß einer was. Ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Einschalten und los geht's mit dem Gameplay zu Resident Evil 2 auf der N64. Für alle, die nicht weiterschauen, vielen Dank fürs Reinschalten. Stay safe. Euer Re. Ohne Bart. Josen Matrosen und herzlich willkommen zurück zu Replays Resident Evil 2 auf der N64. Und heute werde ich ein bisschen länger zocken. Ich peile mal eine Dreiviertelstunde an, auf Anfrage von dem einen oder anderen, das doch mal länger zu spielen. Und ja, Resident Evil 2, wie ihr wisst, mein favorite Resident Evil of all time. Okay, ich habe Resident Evil 7 noch nicht gespielt, aber das ist ja auch, ja, es ist ja kein klassisches Resident Evil mehr. Aber ich sag mal, von den klassischen gefällt mir 2 am besten. Von den neueren, sag mal, ab dem 4. Teil gefällt mir auch der 4. Teil am besten. Ja, und wir zocken jetzt hier mal eine Runde weiter. Wer sich erinnern kann, ich hab's
mit Mühe und Not in die Polizeistation geschafft. Ah, yeah, that's my dance moves. Schaut meine Dance Moves. Ja, ich brauche dringend eine Pflanze oder ein Health Spray. Ich bin total am Arsch. Aber schauen wir mal, was hier so los ist. Willst du den Computer benutzen? Yes, sir. Door Lock Service. Schön. Hall side doors locked. Okay. Okay. The doors can be unlocked by a key card. Die Türen können mit einer Karte entriegelt werden. Schön. Dann sprinten wir doch mal hier ums Eck und schauen mal. Diese Tür hier links müsste auf sein. Mein Gott. Ach. Wer auf diese vorgerenderten Resident Evil Look Games steht, dem kann ich... Oh shit. Dem kann ich nur Onimusha empfehlen. Die ersten beiden Teile definitiv. Oh, was ist hier los? Mein Will Smith? Wer bist du? Oh. Du bist der Neue. Leon. Sorry, aber... Sieht so aus, als wäre die Party abgesagt. Was ist passiert? Vor etwa 2 Monaten war dieser Vorfall mit Zombies in einer... Chris und die anderen Mitglieder haben herausgefunden, dass Umbrella hinter allem steckt. Sie haben ihr Leben riskiert, um die Wahrheit zu finden, aber keiner hat ihnen geglaubt. Danach fing das hier alles an. Halt durch! Mach dir keine Sorgen um mich. Rette die Überlebenden in den anderen Zimmern. Hier. Nimm diese Karte. Damit solltest du die Türen öffnen können. Jetzt geh! Aber... geh einfach! Okay, geheult hat er nicht. Okay, aber ich komm wieder. I'll be back. Hey, bleib da drin! Kann ich da wieder rein? Nein, er hat abgeschlossen. Winnie the Pooh. Okay. Fangen wir mal mit dieser Tür. Achso, warte mal. Egal. Ich gehe außenrum. Ich muss ja erstmal die Türen entriegeln. Ah, diese Musik. Diese Erinnerungen. Geil. Yes. Door lock service. Hall side doors locked. The doors can be unlocked by a keycard. Will you use the blue keycard? Natürlich werden wir die Karte benutzen. Checking up ID card. Ja, check schneller. Oh, entriegelt. Und entriegelt. Okay, die Türen sind offen. Nochmal hier unter den Tisch checken, ob da irgendwo vielleicht ein... Nee. Oh Mann. Ich bin selber halb am Verrecken und sag meinem Kumpel da drin, halt durch, ich komm wieder. Shit. Ja, fangen wir mal mit dieser Tür an hier. Sorry, dass ich hier gerade so durchschleife. So. Oh, da höre ich doch schon wieder Böses. Oha, sind das viele. Ich glaube, ich überlebe das nicht. Scheiße, jetzt sehe ich nichts mehr.
Waren das so viele? Hallo? Meine Fresse, waren das so viele? Hä? Hoffentlich stehen die jetzt direkt hinter der Tür. Das wäre ja programmtechnisch genial. Nein. Okay, aber... oh Gott. Ich brauch dringend eine Pflanze. Ah! 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 Ach, das gibt's doch nicht. Warum sind das so viele? Das waren noch nicht immer so viele. Nein! Komm, hat der? Was hat der? Was hat der? Okay, er hat zumindest Munition. Mein Gott, ey. Okay, da komme ich wenigstens rein. Ich weiß nicht, ob das was mit dem... oh, Pflanzen, Baby! Gott sei Dank! So, jetzt kombinieren wir das schön. Und machen einen Super Health Mix. Und uns geht's nicht ganz so gut, aber immerhin etwas besser. Meine Fresse. Kann das sein, dass das mit den... weil ich habe am Anfang ausgewählt Ultra Violent. Ist das die Schwierigkeitsstufe vielleicht, dass ich das auf... ich kann mich nicht erinnern, dass das so viele Zombies waren. Oh, noch eine Pflanze. Nein! Shit. Hört ihr das? Hört ihr das im Hintergrund? Die Zombies schreien. Das war früher für mich einfach nur geil. Einfach nur Hammer. Die Atmosphäre. Wahnsinn. So. So, jetzt geht's uns gut. Okay, it's locked. Ah, geh da runter, komm. Huh. Was war das am Anfang? Gore Level High oder irgendwas war das. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Schwierigkeitsgrad auszuwählen gab, aber ich kann mich natürlich irren. Ah, oh, fuck. Na, kommt schon. Okay, blutet er? Ja, er müsste tot sein. Ja. Oh. Ah, irgendwas liegt da. Oder auf was schaut er denn? Irgendwas muss... ah, schaut auf den Zombie. Okay. Ah, so, die anderen zwei noch erledigen. Scheiße, ich sehe jetzt nicht, ob der blutet. Für Munition habe ich noch. Oh, 5 Schuss. Ui, 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 ui.
So, was geht im Büro? Beim Chefe? Ah, ein Tresor. Und ich habe die Zahlenkombi nicht. Shit. A numerical keypad. First digit. Na. Leider kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, das ist natürlich falsch. Okay. Das war. Was haben wir da? Was haben wir da? Eine Pflanze, sehr schön. Aber Munition wäre jetzt wieder nicht schlecht, weil jetzt komme ich wieder in diese Halle. Wo diese ganzen Penner sind. Ich hoffe, hier sind alle tot. Vielleicht gibt es da hinten irgendwo was. Ein Anrufbar. Ne, ein Faxgerät. Was ist das? Oh! Ah, schön. Ein Ink Ribbon zum Speichern. Jetzt haben wir. Jetzt können wir wieder dreimal speichern. Huh. Mal da hinten ist doch dieser Tresor. Geht da was? Nee. Gut, dann gehen wir wieder in die Halle. Wo diese Horde ist, ey. Wahnsinn. Okay, ich gehe jetzt lieber mal. Ich gehe jetzt in die andere Tür, weil ich habe hier keine Chance. Ich komme da nicht durch, ohne dass sie mich jetzt angreifen. Also mich erwischen, sage ich mal. Jetzt kommen wir wenigstens wieder schneller voran. Probieren wir mal mit dieser Tür. Oh, unsere Treasure-Kiste. Hier können wir Gegenstände ablegen, aber ganz ehrlich, ich habe noch nichts, was ich ablegen möchte. Eine Notiz. Hier. 4542. Das merken wir uns. Das schreibe ich mir mal auf. Hier. Stift und Zettel. Man kann es bestimmt irgendwo in den Files natürlich nachlesen, aber 454. Okay, der Kulli schreibt nicht. Sehr geil. 454. 2. So, weiter geht's. Ja, und das war's nämlich. Man sollte doch erst in diese Tür gehen, die offen war. Und nicht da, wo ich eben reingerannt bin. Oh, jetzt erschrecken wir uns gleich. Vorsicht. Zugeschlossen. Oh mein Gott. Okay, hier war irgendwas. Was haben wir hier? Ah, okay. Da muss wohl eine Sicherung rein. Sein Kopf fehlt. Scheint so, als würde es gedreht, sag ich mal. So. Ist zugeschlossen. A spade is etched under the keyhole. Spade, wie heißt das auf Deutsch? Ist das dieses eine Zeichen? Karo? Nee, nicht Karo. Es ist eine Kartenzeichen. Ach, egal. Oh, scheiße. Und ich habe keine Muni mehr. Ach, du Scheiße. Oh, boy. So, versuchen wir mal gekonnt dran vorbei zu rennen. Oh, Pflanze. Nein, 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 nein. Komm. Es wäre vielleicht schlauer gewesen, erstmal komplett an ihm vorbei zu rennen. Warte mal, ich nehme mal das Messer. Besser als nichts. Okay, jetzt kommen die Hände. Achtung.
Ah, ich darf nicht alles spoilern. Wo sind die Hände? Oder war das in dem Gang? Ach, komm. Ne, auch hier nichts. Ich brauch Munition. Das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Empty soda cans and junk, nothing else. Also leere Soda-Dosen und Müll, sonst nichts. Nochmal. Schau, das war das, das habe ich geliebt, ist auch an diesem Spiel, diese vorgerenderten Hintergründe und Räume mit den ganzen Details. Das war zu damaligen Verhältnissen doch ultra selten sowas, wenn ich wirklich einmalig. Schaut so aus, als war hier vor kurzem ein Unfall. Ja. Schöner Ritter in der Ecke. Eine Feuerstelle und ein Ölgemälde hängt darüber. Der Titel ist Ein Opfer fürs Höllenfeuer. Nett. Kann ich schon bitte Munition? Oh yeah. So, kombinieren und ausrüsten. Okay, das wird trotzdem jetzt, wenn ich in diesen anderen Raum möchte, dann brauche ich alle Kugeln und ich darf es jetzt nicht an dem Licker verschwenden. Operation Report. Stehen jetzt keine Zahlen drin. Okay. Okay. Puh. So, weiter geht's. Noch ein Raum, in den wir rein können. Sehr schön. Bitte, bitte mehr Munition. Nein! Oh nein! Komm! Oh, das ist knapp. Blute, jawohl. Nein! Oh, jetzt ist schon wieder... Oh, Pflanzen, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, Pflanzen habe ich genug mittlerweile. Also, man kann nie genug Pflanzen haben, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Warte mal, jetzt kombinieren wir erstmal ein paar. Speichern wäre mal wieder nicht schlecht. Ich glaube, den können wir mal nutzen. Oder war das jetzt dumm? Hätte ich noch ein bisschen warten sollen? Vielleicht. Ah, hier können wir speichern. Sehr schön. Ah, der Save Room. Die Save Room Melodie, auch diese Melodie in meinen Kopf gebrannt. Sehr schön. So, speichern wir mal.
Klack, 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 klack. Es gibt ja wirklich Leute, die das Spiel ohne Speichern durchgespielt haben. Ultra Respekt dafür. Ich könnte es nicht. So, ein Fotoentwicklungszimmer. Aber nichts zu holen. Ja, das ist, da sind wohl Waffen drin und in dem letzten Brief, den ich eben gefunden habe, da stand auch was von einer. Habe ich noch Munition? Nein, keine Munition mehr, scheiße. Da stand auch was von einem Schlüssel, aber der Officer, der den hat, ist verloren gegangen. Dann müssen wir den wohl finden. Scheiße, jetzt stehen die wieder genau. Oh yeah, baby. Hat die Football-Karriere doch etwas geholfen. Ja, der war schlecht. Ah, jetzt kommen wir wieder. Jetzt kommen wir gleich zu einem kleinen Rätselraum, glaube ich. It seems to be sealed from the other side. Ja, scheint von der anderen Seite geschlossen zu sein. Ah, da oben hat er mal. Da, der hat doch was in der Hand hier, der Kollege. Her damit! Something is written on the mounting. Etwas ist, on the mounting? Mounting? Der Gott der Sonne und der Gott des Mondes schauen mich an. Is the only thing that can release, ist das einzige, was den roten, die rote Seele befreien kann? Ach so, ja, okay, verstehe. Das heißt, wir müssen diese zwei Götter hier in die richtige Position bringen. So, den einen dahin. Denn sie müssen diesen Kollegen ja anschauen. Ah! So. So. Und lass fallen. Sehr schön. Wo kommt das nochmal rein? Kommt das unten rein? Ja, ich will es haben. Unten in der Eingangshalle, wo der Brunnen ist, glaube ich, könnte sein, dass es da reinkommt. Kann mich gerade nicht so gut erinnern. Oh shit. Oh shit. Okay. Puh. Ah, das die Kommandozentrale. Oh baby. Yeah. Eine Pumpgun. Halt! Nice. Oh shit. Come with me if you want to live. Aha, sieht aus wie ein Frischlings. Schön. Also zumindest sind wir gut ausgestattet mit Gesundheitspräparaten. Ja, sieht aus wie ein Neulings Schreibtisch. Hat er stand da. Jill's Note. Instruction. Okay. Ah.
Chris Diary. T-Virus, Zombie, Umbrella, Umbrella, G-Virus, Gay-Virus. Okay. Oh! Ah, das kommt. Yes, das kommt unten. Oh. Leon. Das kommt unten zum Brunnen hin, dieses Medaillon. Schön, dass du noch lebst. Es sieht nicht so aus, würden wir deinen Bruder hier finden. Hier. Es gibt keinen Grund, hier länger zu bleiben. Lass uns aufteilen, nach Überlebenden suchen und hier verschwinden. Ja, richtig. Eins noch. Hier ist ein Radio. Nimm es. Ist zwar eigentlich ein Walkie-Talkie, aber egal. So können wir in Verbindung bleiben, falls etwas passiert. Und später noch, du weißt schon wo. Da sehen wir uns. Ich kann nicht glauben, was in dieser Stadt passiert. The way you make me feel. You really turn me on. Okay. Stars. Ja, die Stars. Appears to be a replica of a gun. Okay. The owner is probably... Okay. Stars, es war das Team im ersten Teil, die in der großen Villa unterwegs waren, beziehungsweise, ja, die dann dort verschwunden sind und ein weiteres Team quasi, oder? Wie war das? Nee, die wurden dann aufgeteilt und, ja. Spiel den ersten Teil, dann wisst ihr es. Mehrere Trophäen. Einer liest Marksman Contest Winner Chris Redfield. Chris Redfield war der, mit dem hat man im ersten Teil gespielt. Und ja, wir haben hier nichts Nützliches, also gehen wir mal weiter. So, ich muss jetzt. Entschuldigung, Leute. Jetzt gucken, dass ich nach links komme. Oh! Oh, oh shit! Oh shit, Alter! Oh Gott, war das knapp! Nein! Ah! A spade is on the chat. Ja, das Ding habe ich doch! Nee, warte. Das habe ich nicht. Shit! Kopf ab, Bitch! Oh! So, 4 Schuss habe ich noch in der Shotgun. Den möchte ich aber eigentlich für den Licker aufheben. Ah, das war von innen, okay. Schauen wir uns mal die Karte an. Okay. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei anderen war, aber ich war eigentlich immer relativ gut, ohne Karte zu spielen. Weil die Räume, die sind alle so einzigartig, dass man eigentlich immer gleich wusste, ob man schon da war oder nicht. Aber natürlich ist es praktisch, um zu sehen, wo noch Türen sind, die nicht offen sind. Oh, was war da hinten? Ein Diamant ist unter dem Schlüsselloch. Aber nicht der hier, ne? Okay. So, jetzt müssen aber die Hände kommen, oder?
Ja! Diese Schweine, ey. Okay, was war da nochmal drin? Ah, das war dieser Raum mit dem, mit den Stühlen, ja. Okay, dann versuchen wir uns mal durchzuboxen zu dem Safe. Diese Hände haben die mit, das erste Mal, ich hab mir in die Hosen geschissen, haben die mich erschreckt. Und die haben mich eben sogar wirklich etwas erschreckt, obwohl ich wusste, dass sie kommen. So, jetzt. Ah, halt! Ah, ich bin zurückgelaufen, ich Idiot. Kommen Sie jetzt nochmal? Oh! Lass mich los! Scheiße! Leute, mir läuft gerade das Kribbeln durch die Beine. Das ist, ist unglaublich. Und das Spiel ist zig Jahre alt. Und ich weiß ja eigentlich, dass das passiert. Unglaublich. Hier war der Licker. Oh, schnell an ihm vorbei. Schnell an ihm vorbei. Ah, Hilfe! Ich komm später wieder, du Penner. Und dann gibt's auf die Zunge. Was war das hier nochmal? Okay, das war nichts. Will ich irgendwas ablegen? Eigentlich könnte ich das Messer ablegen, weil es bringt mir eh nichts. Ja, ich leg das Messer mal ab. So, jetzt gehen wir erstmal zum Brunnen und schauen, ob wir das runde Medaillon einsetzen können und was dann passiert. Ich glaube, dann gehen oben die Türen auf. Oh ne, da fällt was raus. Da fällt was raus aus der Statue, genau. Genau. Ein Schlüssel? Yeah. Precinct Key. Precinct. Hier, genau, da oben dieses Zeichen, das ist das Spade. Wie heißt das nochmal auf Deutsch? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Gibt's bei Kartenspielen Spade? Mein Gott, ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. So, jetzt gehen wir erstmal und öffnen dieses eine Schloss. Diesen Tresor. Mit der 4542. War das hier drin? War das hier drin? Gott sei Dank respawnen die Jungs nicht in dem Spiel. Das wäre noch schöner. So. 4, 5, 4, 4, 5, 4, 2. Oh, das sieht aus wie, jawohl, Shotgun Shells. Nice. Bam. Ohne eine Schriftrolle. Also eine Karte, besser gesagt. Schade, es hält nur 5 Schuss. Okay, ein Herz ist unter dem. Okay, da brauchen wir das Herz, den Herzschlüssel. Können wir da nochmal? Wie war's? Ach so, ja, okay. Da haben wir vorhin die ganzen Pflanzen gefunden. Aber oben war, glaube ich, abgeschlossen. Vielleicht kommen wir oben rein. Nochmal nachschauen.
Ah, ist von innen verschlossen. Okay, dann wieder zurück. Mal schauen, ob wir in diesen... Okay, was war da hinten nochmal los? Scheiße. Aber beide den Kopf abgesemmelt. Immerhin. Was war hier nochmal? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Say goodbye to your head. Oh, fuck. Ah, nein, 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 nein. Ah, komm, vorbei. Ist abgeschlossen. Ein Diamant, okay, Diamantenschlüssel. Eine rote Pflanze, das ist rotes für Gift. Ah, wir können es nicht mehr tragen. Okay, blöd. In diese Tür kommen wir zumindest rein. Puh. Ah, da war auch was mit dieser Scheibe da. Ich tu mal kurz hier kombinieren. Mann, so schnell sind 5 Schuss weg. Hallo? Ist das in der Ecke? Nothing special. Aber da glitzert doch was. Da glitzert doch was. Bin ich jetzt blöd? Da. Auf dem Schreibtisch glitzert doch was. Military, ja, alles klar. Ihr seht das doch auch, oder? Ah. Okay, sein Schlüssel ab. Ah, das ist bestimmt für die Zelle. Jetzt sind wir gezwungen. Ja. Etwas Platz zu machen hier. Okay. Hier ist nichts mehr. Geht da hinten. Es ist verschlossen. Ein Club. A Club? Ist unter dem Schlüsselloch. Okay. Aber jetzt müsste ich in die Zelle kommen. Nee. Okay. Hier bin ich. Komm. Put. Cool. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür er ist. Aber das werden wir eventuell noch rausfinden. Wobei uns auch schon etwas die Zeit abläuft.
Ja, Leute, ich gehe jetzt mal speichern. Ich denke, das reicht für heute. Ich werde das Spiel auf jeden Fall unberührt lassen. Also, wenn ihr Bock habt, dass ich das von hier aus für euch weiter zocke, sagt mir Bescheid, sehr gerne, dass ich das demnächst wieder anpeile. Speichern wir erstmal ab. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Ja, und wir sehen uns nächste Woche, Freunde. Stay safe. Passt auf euch auf. Euer Ree.